Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns von Lego Star Wars den X-Wing. Oder hier ist Luke Skywalker's X-Wing. Ja, als Pilot ist Luke halt dabei. Ja, wir könnten einfach mal. Lego könnte ein bisschen mehr die TIE Fighter-Piloten, die X-Wing-Piloten durchwechseln. Das ist immer Luke. Aber ich verstehe warum. Und theoretisch ist es egal, ob das jetzt Luke ist oder nicht. Nimmst du ein Lichtschwert aus der Hand, das ist nicht mehr Luke. Fertig, gibst du ihm den Blaster. Passt. Genau, das Set ist jetzt schon Anfang 2021 auf den Markt gekommen. Geht jetzt Ende des Jahres nach 3 Jahren vom Markt. Also wenn das braucht noch, dann müsst ihr jetzt zuschlagen. UVP bei dem liegt bei 49,99 €. Im Markt gibt es momentan für 35 Euro. Und ich finde, für 35 Euro ist das ein solider Deal. Kauft nicht bei Lego. Genau, teilemäßig sind wir hier bei 474 Teilen. 4 Figuren. Finde ich krass, dass Lego hier 4 Figuren reinpackt. Sonst ist es gerne mal 3 bei solchen Sets bei Lego. 4 absolut gut und vernünftig für das Set. Muss so sein. Es sind R2D2 dabei, also sind 3 Figuren dabei plus einer, der drin sein muss. Aber das juckt Lego ja normalerweise auch nicht. Ja, Karton finde ich ganz schön. Man sieht, wie er durch den Trench Run auf Deutsch. Ich weiß es nicht. Und man sieht noch so eine Box-Design. Ist ja nicht mehr das neue dunklere mit den angepassten Designs überall. Oder ist es das neue? Oh, Alter, ich baue zu wenig Lego Star Wars momentan. Warte, ich muss checken gerade mal kurz. Nur aktuelles Set hat natürlich ein Pax-Design hier. Na gut, ich kann mir jetzt kein 18 Plus Set angucken. Ja, genau. Das ist dunkler mit dem schwarzen. Das ist das alte Box-Design. Ich bin komplett richtig. Ja, oben langweilig, Seite langweilig. Aber grundsätzlich ein schönes Design. Auch das ist diesmal eine sehr schöne Seite für mich. Und das ist unwichtig natürlich. Und die Rückseite mit den Funktionen. Grundsätzlich haben wir eine Funktion. Zurück kommen wir gleich. Kleine Karton schon an die Seite. Wupp. Unwichtig jetzt. Was machen wir jetzt? Figuren. Wir machen natürlich Figuren. Figurenstände. Wir haben hier einmal einen R2D2. Warum ist der zu groß? Warum ist R2D2 zu groß? Ja, Dio brauchen wir nicht so fern. So. Wir haben einen R2D2. Es ist der Standard R2D2, den wir kennen. Leider nicht der, wir im. Der Müllpresse ist mit Backprint und natürlich ist oben der Print auf dem Dom schief. Was anderes habe ich von R2D2 nicht erwartet, deswegen bin ich jetzt auch nicht enttäuscht. Jo, ist ein Standard R2D2. Ich finde gut mittlerweile, dass sie den Metallic-Kopf haben, sonst ist es halt R2D2. Geht wieder darauf R2D2. Danke. Dann ist natürlich ein Luke dabei. Der ist natürlich größer als R2D2, was auch sonst. So, er hat dann sein Mildschwert dabei mittlerweile. Ich finde das Mildschwert aber an sich nicht schlimm. Vorne der Print ist schon detailliert, wie auch der Schlauch unten rum geht. Hier unten hat er nochmal Munition, weil auch wenn er den nicht braucht eigentlich. Passt, Standard, das Ding vorne sitzt. Ja, schön, wie das ein bisschen schief hängt, das Ding. Und Seite ist leider gar nicht bedruckt. Rückseite ist dann einfach die Rückseite. Ja, ist ein guter Print, finde ich. Der Helm gefällt mir, ist auch der neue, nur schade ist, der alte neue Kano, ist, dass hier unten man dann das zweite Gesicht raus sieht, wo er dann einmal sein Visier nach oben geschoben hat. Ich bin gerade nur verwirrt, weil ich dachte, auf der Packung wäre die Rückseite. Nee, also, passt. Ich war verwirrt einfach nur. Ja, das ist der Look. Ist ein sehr schöner Fighter-Pilot. Dann haben wir das eigentliche Highlight des Sets, was durch diesenjährigen Adventskalender oder der von letzten Jahr, also Captain Dodana, bin ich richtig für. Ich bin sehr gut informiert. Ja, Captain Dodana. General Dodana, schön. So, der Print, der steht ja immer, meine ich, bei den Unterhaltungen im vierten Teil vorne und nickt einfach ein bisschen mit. Ja, so der Print, hat eine schicke Jacke an, die auch hier schön runter geht, bis da unten. Kennt man also gut, gute Haare. Ja, er hat einen Silberblaster, was ich sehe gerade, eigentlich so er den kleinen Blaster. Wait. Ich habe nach Anleitung richtig gebaut, ja. Also Lego ist selber nicht einig, wie die Figuren aufgebaut gehören. In der Anleitung kriegt er den Blaster, auf dem Karton. Hat den anderen Blaster. Gut. Es ist jetzt wenig gravierend. Ich finde, bei ihm passt der auch besser. Aber okay. Eigentlich soll er so einen kleinen Glas in der Hand haben. Und dann haben wir noch einmal Prinzessin Leia. Und wer ist sie hier? Ja, Prinzessin Leia. Ihre Standhaare, die haben sich auch nicht geändert seit ich weiß nicht wie viele Jahre, ne? Aber sie sind auch einfach top-notch, die Haare. Was bei der Figur neu ist, glaube ich, dass sie dieses Kleidteil hat. Ja, passt ganz gut. Sie hat ja ein Kleid an, auch wenn es kein übertriebenes ist, dass sie wirklich sowas hinter sich herziehen würde. Okay, sie hat den kleinen Blaster, laut Anleitung, finde ich auch gut für sie. Und ja, der Print vorne hat sich jetzt auch seit Ewigkeit nicht wirklich getan, aber der ist einfach gut.
Hat sie zwar ins Gesicht, ja, das ist ein bisschen aggressiv. Hinten auch die Kapuze sehr schön gedruckt. Gefällt mir. Aber da hatte der General auch ein zweites Gesicht. Ja, der General hatte auch ein zweites Gesicht. Habe ich euch vergessen zu zeigen. Die Haare sind ein bisschen spannend aufzubringen, wenn die vorne nichts haben. Und ja, ich finde die Lehrfigur sehr gelungen. Generell die ganzen drei Figuren, drei Figuren und R2-D2 sind sehr gelungen bei uns, finde ich. Da kommen wir gerade auch zu der Anleitung, die mich verwirrt hat. Also nur mit den Figuren, weil hier drin, ich habe nachgeguckt, hier haben sie die Waffen andersrum in der Hand als auf dem Karton. Und so habe ich sie auch aufgebaut. Ja, man hat vier Schritte. Ja, die sind natürlich sehr ähnlich. Aber okay. Genau. Am Anfang baut man halt das Ding los und dann baut man. Erst baut man die Mitte, dann Flügel dran, macht auch irgendwie Sinn. Und muss aber sagen, der zweite Bauabschnitt ist dafür, dass man sich denkt, man baut so ein X-Wing, will ja nicht so technisch sein, ne? Der zweite Ding ist dieser Klotz hauptsächlich und das ist Technik Deluxe. Also wenn man sich das mal anguckt, baut man hier einfach einen Klotz aus Technik. Hätte ich jetzt nicht erwartet beim 9 Plus Star Wars Set, aber ist es jetzt auch nicht unmachbar zu Technik. Aber ich war ein bisschen überrascht. Ich war überrascht, dass es so drin ist. Am Ende ist man fertig nach. Na, hier wird schon erklärt. Nach 191 Bauschritten. Also knapp 2 bis 3 Teile pro Schritt. Genau. Dann eher noch Werbung für die Sets, die da auf dem Markt waren. Ich glaube, es gibt nur noch den X-Wing. Der Rest ist vom Markt. Habe ich euch davon irgendwas gezeigt? Da habe ich mich immer vorgedrückt. Vor dem auch. Ich glaube, den habe ich euch gezeigt. Ne? Den habe ich euch gezeigt. Beim TIE Fighter, ich glaube, den zeigt ich nicht. Ich zeige euch den zwei davor. Auf jeden Fall der meiner Meinung nach beste auf dem Markt, oder der danach für First. Der danach war für Han Solo. Mal gucken. Figuren. Muss sagen, der X-Wing, der TIE Fighter hat nur für 3 Figuren bekommen. Teilliste. Und das war's auch schon mit der Anleitung. Unwichtig. Anleitung macht natürlich kein Problem. Teile sind quasi nichts übrig geblieben, einmal die Teile, die übrig waren. Und wir hatten Sticker dabei natürlich. Was ich mir so komisch fand, es gab diesen Sticker zweimal und man bringt ihn nur einmal an. Ja, gerade Sticker. Oder war ich blöd? Das gucken wir können gerade mal checken. Weil die bringt man an, wenn man die Technik baut hinten. Ja, ich bin blöd gewesen. Da kommt die Mitte dann. Ups, wir können kurz noch einen Sticker ans Modell bringen. Warte kurz. Naja, ist ein bisschen schief geworden, aber gut. Kommen wir nochmal zum Set. Hier steht der X-Wing in seiner ganzen Klasse. Und ich finde, grundsätzlich ist er gut gelungen. Man kann auf jeden Fall meckern. Das ist gar keine Frage. Die Spitze hier vorne, die ist zu schmal fürs Original. Aber ich finde, ansonsten haben sie aber einen guten Job gemacht. Klar müssen die Flügel in diesem Modus hier perfekt schließen, aber man muss sagen, die sind viel, viel besser als bei vielen Modellen davor. Ein wirkliches Upgrade sind sie. Nee, ist kein Foto vom echten drauf. Ich zeige euch gleich noch einen älteren. Und da sind die Flügel so weit auseinander, dass es ein Traum hier, wie eng zusammen sind. Als Upgrade zu den alten Modellen. Klar, man könnte jetzt die noch wegmachen, aber wenn man auch richtig drückt, weil die Technikkonstruktion sich ein bisschen anders drückt, dann sind die Flügelspalte auch weg. Klar. Aber ja, also wenn man das sich als Modell hinstellt, einfach nur hinstellen will, kauft euch von Blue Bricks oder Kobi die Bügelperlen und setzt die hier zwischen, macht irgendwie 3 auf die Länge, dann sind die Flügel zusammengepresst und ihr habt kein Problem. Als Spielmodell natürlich geht das nicht, wenn man die Flügel auf und zuklappen will. Geht nicht. Dann geht das nicht. Aber zu hinstellen geht das, dass er die Flügel geschlossen hat. Das ist, finde ich, ein massives Upgrade zu alten X-Wings. Mir doch X-Wings. Ja. Und dieses Cockpit hier ist ein Print. Und das ist auch ein Print. Der Rest ihr seht ein Sticker. Aber richtig schön geprintet. Und was ich genial fand beim Set, wie es gebaut ist, aber es ist halt einfach der Teil der Designer, dass das sich hier so perfekt hier an der Kante schließt. Finde ich genial. Ja, Optik vom X-Wing, mir gefällt sie. Hinten haben wir es noch nicht gezeigt. Ich finde ein bisschen Schwachstelle ist, wie das hier sehr eckig ist. Das könnte man verbessern. Aber ansonsten, konstruktionstechnisch ist es ein geniales Modell. Sehr geil gemacht, wie das hier funktioniert. Kommen wir gleich zu. Ansonsten sehr schön gebaut, sehr stabil, bis auf das hier. Ihr fragt euch, wie das hält. Es wird da reingepresst und dadurch, dass hier diese Kreise sind, drin hält das. Es ist aber natürlich nicht stabil oder so in irgendeiner Weise. Man kann es auch nicht wegklappen.
einen guten alten X-Wings klappt man das Ding einfach weg und dann hat man das Landing Gear nicht. Was ich auch ein cooles Upgrade finde, ist auch, dass hier Landing Gear drunter angebracht ist, was man halt auch nicht abnehmen kann. Aber so, der steht sehr schöner da. Dadurch, früher hatten die hinten auch nichts. Aber ja, genau. Funktion von dem Set grundsätzlich wären natürlich die beiden Shooter, die ihr seht, die kann man abfeuern. Cockpit-Klappe geht auf, Figur geht rein, E2D2 kann man ersetzen. Was für mich auch ein Schwachpunkt ist, ist dieser R2D2. Das ist der Hauptschwachpunkt für mich bei diesem Set. Der ist so hoch. Da kommt nur ein Kopf raus. Es ist ein Problem mit der Gesamtkonstruktion. Weil hier drunter sitzt direkt eine Axt auf, also ein Brick mit einer Axtaufnahme, weil die Achse hier einmal quer läuft. Die geht hier hinten rein. Kannst du euch vielleicht zeigen irgendwie? Ne, es ist zu verbaut durch die Mutterteile hier. Dadurch geht das nicht. Der ist zu groß, der R2D2. Da muss man sich eine andere Funktion überlegen, wie es geht. Es ist immer schön gewesen, dass man die Beine sieht. Man hätte natürlich einfach machen können, dass nur der Kopf hier drauf kommt und dass man die Beine nicht sieht, was auch blöd ist. In dem Maßstab geht das nicht. Das finde ich ist wirklich der größte Schwachpunkt an dem Modell. Den habe ich eben vergessen. Ist das. Der zweite ist der hier unten. Für mich war auch bei dem Set neu, kann ich es irgendwie euch zeigen. Dieses Teil hier, das kann ich bis dahin auch noch nicht. Keine Ahnung, ob es wirklich neu, ich glaube es war nicht neu beim Set, es wird einfach bei irgendwelchen Bussen oder so schon verwendet worden sein. Ja, für mich war es aber hier neu. Genau, aber kommt für mich zu dem Highlight von diesem Set. Ihr seht ja oben die Achse, die rauskommt. Klar, die sieht vielleicht auch nicht perfekt aus, aber die ist für die Funktion, dass man einfach hier drauf drückt und die Flügel gehen sowas von smooth auf. Ohne Gummis, ohne Zahnräder, die Flügel gehen smooth auf. Indem man einfach eine Achse, ich bin blöd, einfach hier so einen Liftarm reindrückt, gegen den Liftarm, dass die aufgehen. Und es geht auf und die Flügel stehen. Das finde ich ist ein brillantes Feature. Und dann kann man natürlich einfach machen, man setzt ihn ab und die Flügel schließen wieder richtig schön smooth. Ja, klar, die haben ein bisschen Bewegung dadurch, dass das Achsen alles hier noch sind. Und manchmal lösen sich auch ein bisschen die Pinne. Die Pins hier, weil die sind einfach nur hier mit Achsen reingeschoben. Deswegen lösen sich mal ein bisschen. Also eigentlich sind die auf die Pins da gesetzt von den Achsen. Das sind ja Pins auf, Pin auf Achse. Die drückt ein bisschen aus. Ja. Man sieht auch blaue Pins. Fehlfarben nicht wirklich vorhanden, außer hier die blauen Pins, die strahlen ein bisschen raus. Okay. Ansonsten so viel Fehlfarben waren hier auch nicht drin. Was ein bisschen verwirrend war, hier vorne, kann es euch noch zeigen, ist einfach mal ein grüner M1 Round Play drin. Keine Ahnung warum. Aber ich wollte euch noch einen alten X-Wing zeigen. Ich habe noch den, boah, ich weiß nicht, wann der X-Wing ist, um 2010, dieses Modell hier. Und ich fand für mich immer, ist das der heilige Gral von X-Wings gewesen. Zum Beispiel, hier seht ihr auch, die Schnauze ist größer, was hier ein Fehler ist. Aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt ihn angucke, im Vergleich zu ihm, ist das ein richtig geiles Modell. Nur, was man hier auch merkt, ist der Schwachpunkt, den ich eben gesagt habe, dass das so kantig wird. Das ist hier viel schöner Design. Ein Pluspunkt für ihn. Aber der immense Vorteil dieses Neues ist, wie die Flügel aussehen. Im Vergleich zu dem Modell hier, was da für Spalte sind. Klar, wenn man jetzt einfach hier über eine Plate runterziehen würde, wie es hier gemacht ist, indirekt, sähe das auch viel besser aus. Aber für mich war das eben der heilige Gral von X-Wings. Aber holy shit, das ist ein geiles Modell im Vergleich. 35, oh, ich glaube, der hat damals 70 UVP oder so gewesen. Auch immer noch ein sehr geiles Modell, kann man gar nichts gegen sagen, dieses Modell. Er hätte auch halt einfach hier viel mehr Details reinfließen können. Und was auch einfach als Upgrade hat, man kann das Landing hier wegklicken. So wie ein Vorteil, finde ich. Und hinten braucht er kein Landing hier, weil er einfach hier aufgelandet ist. Ich stehe da. Aber es geht um den X-Wing. Und wenn man die FL-Zimmer sieht, welcher ist für euch der bessere? Wenn die Spalten nicht wären, wäre ich auch bei ihm. Weil er hat einfach hier vorne viel mehr Details. Aber er ist auch ein richtig gutes Modell, muss man wirklich sagen. Ich fand ihn immer schwach. Aber ich hatte auch ihn im Kopf von früher. Und das sieht auch ganz komisch aus hier vorne, ob das gewollt war. Oder ob ich als Kind hier rumgespielt habe, das ganze Ding eigentlich nicht mehr so sein soll, wie es ist gerade. Er ist aufgebaut von damals. Von daher können da Fehler drin sein. Aber ich muss sagen, er hat mich positiv überrascht. Er hat seine Fehler. Er hat seine Schwächen im Design. Klar, das sieht nicht so cool aus. R2D2, semi-geil. Wirklich nicht geil. Stellt nicht rein, wenn ich das Ding ins Regal stellt. Tut's nicht. Das Ding ist nicht gut, aber Flügelfunktion finde ich absolut geil. Bei ihm ist es halt hier über ein Zahnrad, was auch ein Liftarm einfach nur quer drückt. Den hier.
der dann einmal hier so zwischen die Dinger rutscht, so. Aber es wird dadurch Gummis gehalten. Macht das Zimmer nicht langlebig. Jetzt seht ihr hier drüben. Warte, ihr seht hier, wie das Gummi einfach aufgegeben hat. Passiert. Ja, und hier ist eigentlich irgendwas nicht im Original. Ja. Aber gutes Modell, das wollte ich grundsätzlich dazu sagen. Mit Macken. Aber ich finde keine Gravieren, aber schreibt mal eure Meinung zum Set in den Kommentaren. Ansonsten, wenn ihr das Video gefallen hat, dann liked da. Und abonniert, wenn ihr das nächste Mal passen wollt. Und meldet euch mal gerne, ob ihr zu ihm ein Video haben wollt. Dann werde ich ihn mal auseinanderbauen und gucken, was alles fehlt und dann wieder aufbauen. Dann zeige ich euch den sehr gerne. Da fehlt auf jeden Fall was ich sehe. Ansonsten vielleicht mache ich es trotzdem, weil ich das Modell einfach auch sehr gerne mag. Gucken wir mal. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr den mal sehen wollt. Ausführlich. Und ansonsten, bleibt gesund, baut euch schön und bis zum nächsten Mal. Ciao.